So Leute, ich bin's wieder, MC Arschl. Ich habe mich gerade entschlossen, ich hatte den Teil, wie ich das hier aufgesetzt habe, unseren Nordorbit, zwar gerade aufgenommen, aber ich habe mich dazu entschlossen, ihn doch nicht zu zeigen. Einfach aus dem Grund, da wir das im Prinzip ein Part vorher schon gemacht hatten. Dadurch habe ich mich dazu entschlossen, das nicht zu machen. Du bist wieder niedriger, du bist wieder hoch. Und zwar, was ich jetzt hier mache, ich setze unseren Nordorbit auf. Begründung kommt gleich. 2868 müssten wir jetzt erstmal wieder erreichen. Hatten wir da gerade eben. Das heißt, wir sind jetzt hier erstmal daran, wie gesagt, unseren Nordorbit auszurichten. Ich habe mich gerade mit meiner Probe von meinem Schiff getrennt. Ich richte mich jetzt erstmal aus in Richtung Sonne. Und zwar, der Nordorbit ist dafür da, dass wir eine Schwachstelle haben und die quasi ausgleichen gerade. Unsere Schwachstelle ist nämlich, wenn wir einen Polarorbit haben, wenn wir keinen haben, haben wir, zeig's gleich nochmal ein Beispiel, ich muss nur kurz nebenbei hier die Dinger nochmal machen. 2868. Kann ich noch mal ein bisschen geben. So, das passt. Wenn wir den jetzt nicht hätten, sehen wir an der Stelle was Negatives, wenn wir an den Polen arbeiten, unseres Körpers. Ich switch mal kurz hier. Wenn wir jetzt hier oben sind, haben wir, ich gehe mal kurz hier auf diese Sichtweise. Wir diese Probe, die kann da nicht direkt Einfluss drauf nehmen, weil die hat bis hierhin Reichweite und alles, was direkt da oben passiert, haben wir keinen Einfluss. Aber da wir den möchten, haben wir gesagt, okay, nehmen wir uns auf. Außerdem haben wir eventuell den Vorteil, ich weiß zwar nicht wie oder wann oder warum, aber auf jeden Fall haben wir dann unseren ganzen Körper eingeschlossen. Dadurch können wir auch mit Flugzeugen überall auf dem Planeten fliegen. Das ist mein Grundgedanke. Wo ist jetzt mein Dings, den ich gerade kontrolliert habe? Du müsstest hier unten, glaube ich, sein, Sat 5. Und ich bin Sat 5. Sat 5. Okay, ich bin da unten. Ich hätte gerade meine Periapsis. Ah ne, die muss ich gleich noch verändern. Wie gesagt, wir gehen wieder auf dieses Dreieck hin. 2, 8. Ich brenne mal ein bisschen raus. Nein, nicht weniger. Müll. Ich brenne mal ein bisschen raus. Bisschen weniger. Gehen wir hier auf unsere 2868 wieder. So, wieder mal ein bisschen ran. Und zwar, hier ist wieder unser Dreieck, was ich probiere aufzusetzen. Wenn der hier unten ist, da, dadurch haben wir dann unser Dreieck wieder. Das heißt, wir haben überall eine Verbindung, weil wir mindestens ein Dreieck dafür brauchen. Sechs, acht, sechs, sieben, sechs, acht, sechs, neun. Na gut, ist einigermaßen. So, ansonsten sind wir wieder knapp an unseren 6 Stunden dran. Das passt soweit. Und wie gesagt, hier ist jetzt unser Dreieck, was wir haben. Die sind mit dem verbunden. Sat 4 kriegt die aktive Verbindung von 3. 3 ist auf 4 gepolt. 4 ist auch auf 3 gepolt. Und 4 ist auch auf 5 gepolt. Und 5 wird auch auf 4 gepolt. Habe ich da zumindest gemacht. Und ja, hier ist die Verbindung zu 4. Ach, müsste ich mal wegnehmen. Da, MC4.
MC-SAT-4 ist angepolt. Und der nächste, der angepolt wird, ist MC-SAT-6. Der kommt dann hier irgendwo hin. Probieren wir mal zu launchen. Hier, da ist er ja noch oben. Und dann haben wir hier unseren Dreieck. Das heißt, wir haben dann überall was verbunden. So, und das, warum wir es so aufsetzen in dieser 2868. Es kann zwar nicht geostationär zu hier sein. Das ist richtig, denn wie man sieht, der Planet rotiert sich so lang und nicht so lang. Deswegen können wir schon mal nicht geostationär werden. Aber wir können uns geostationäre Verbindung. Wir können zu einem geostationären Verbindungspunkt bleiben. Also in Kontakt bleiben. Und zwar der Dreier, der Vierer ist mit dem Dreier geostationär sozusagen. Und der Fünfer ist mit dem Einser. Und wer kann raten, der Sechser wäre mit dem Zweier. Geostationär im Prinzip, wenn ich es mal so nennen darf. Es ist nicht wirklich der richtige Ausdruck dafür. Ich habe mein Ziel mal wieder verfehlt. Na wunderbar. Was muss ich eigentlich machen? Weniger. So, acht. Passt. Speichern. Also im Prinzip, die beiden sind geostationär, die haben immer den gleichen Abstand von sich, ob jetzt hier oder da drüben. Genauso wie die beiden. Deswegen ist das auch unmöglich, dass, also zwar, ich habe es jetzt nicht wirklich auf die Sekunde genau alles getimt, aber im Prinzip, wenn es jetzt so ist, dann ist es im Prinzip unmöglich. 2868. 2868, jawohl. Dann ist es im Prinzip unmöglich, dass dieser jemals zu diesem keinen Kontakt hat. Denn, ich spule mal kurz vor. Wie gesagt, wie ich es gerade da drüben das Phänomen gezeigt habe, die beiden treffen jetzt hier wieder aufeinander mit dem gleichen Abstand. Deswegen haben sie jetzt hier eine sehr kurze Verbindung. Wo jetzt die beiden auch gleich wieder aufeinandertreffen werden. Ich habe gerade mein Fenster hier oben des Launchs verpasst. Toll, habe ich verpasst. Wie gesagt, die beiden haben jetzt wieder den gleichen Abstand. Und wenn man jetzt hier drüben wieder Punkt, SAT3, hat gleich wieder den gleichen Abstand zu SAT4, hier drüben wieder. Das heißt, wie gesagt, im Prinzip ist es nicht möglich, dass irgendwie SAT, was weiß ich, 3 hier ist. Und wie gesagt, der einzige Punkt zu SAT4 ist SAT3. Also 1 oder 2 macht's nicht. Also es ist unmöglich, dass SAT3 hier ist und SAT4 irgendwo hier hinter dem Planeten ist. Weil es ja im Prinzip, da dreht sich so, SAT3. Und SAT4 so. Das heißt, es wäre rein theoretisch irgendwann möglich, wenn wir es nicht so gelöst hätten, dass die hier sind und der Anruf auf der anderen Seite keinen Kontakt und somit fällt das ganze Netzwerk aus. Das haben wir, wollten wir ja nicht. Das heißt, wir können jetzt gleich eventuell zusammen den dritten aufsetzen. MC SAT. Jawohl. Und somit ist dann die Verbindung auch komplett geschlossen. So, wir visieren erstmal mit dieser Probe, die SAT5 wird. Ne, nennen wir mal noch nicht. Du aktivierst erstmal, also die SAT6 wird. SAT6 aktivierst, anvisierst du erstmal. Visierst du erstmal an, so. Dann gehst du. 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 Also erstmal die ganzen Solarpanels, damit wir auch Strom kriegen. Und was ich noch vergessen habe, wir können uns dann auch nochmal besser ausrichten. Das werde ich dann gleich nochmal machen. Aber bis jetzt passt. Und die Nordorbit, die können auch eigentlich nicht außerhalb des Sonnenlichts geraten. Denn egal wie wir diesen, um uns diesen Planeten drehen. Klar, wir müssten uns jetzt anders drehen. Aber dieser Planet dreht sich eigentlich darum und wir drehen uns darum. Das heißt, wir haben immer Sonnenkontakt, also rein theoretisch. Es sei denn, es ist irgendwas davor. So. SAT5. Habe ich da irgendwas Falsches eingestellt? Switch to SAT5 müsste eigentlich aktiv zu SAT4 connecten. Dich habe ich nicht gerade wirklich zur Sonne ausgerichtet. So.
Du bist zu satt. 4. Bist du auch satt? 5. Satt 4 habe ich zu Satt 5 eigentlich ausgerichtet. Satt 5 muss jetzt aber... Satt 6 haben wir noch bei uns auf dem Rücken. Das heißt, da können wir uns noch nicht aussortieren. Hinsortieren. Satt 4 müsste aber zu Satt 5 und zu Satt 3 eigentlich Kontakt haben. Also, da ist der Fehler, haben wir schon mal nicht. Target. Satt 5. Aktiv. Jetzt ist das. Jetzt haben wir's. Und natürlich mit dem großen jeweils zum Aktiven. Hier sieht man es, aktiv Wessel, da ist es im Aktiv. Und wie gesagt, das habe ich schon zur Sonne ausgerichtet. So. Dann gehen wir mal wieder hier hin. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich, dass der eine immer einen Kontakt zu dem Vorderen hat und einen Kontakt zu dem Nächsten, der kommt, immer aktiv, weil sonst funken die nicht miteinander. Jetzt sieht man hier, die Linien, die sind alles passiver Funk. Wenn ich jetzt aktiv irgendwas anmache, dann wird die Linie grün, das ist aktiver Funk. Ansonsten passiv, wenn ich jetzt die beiden nicht verbunden hätte, wie man sieht. Normalerweise habe ich nämlich auch, dass der zu dem funkt, also gemacht hatte. Er hat aber nicht aktiv zurückgefunkt, da er nur drei Verbindungen hat. Eine zum Aktiven, eine zum Vorderen, in dem Fall KSC, und zum Nachfolger. Hat er sich darauf nicht konzentriert, weil es war kein aktives Schiff. Also hat er die Verbindung unterbrochen. Deswegen haben wir dieses System. Eins zum Vorgänger, eins zum Nachfolger, eins zum aktiven Schiff. Das heißt, das aktive Schiff wäre immer die Probe, die wir gerade selber fliegen. Und Vorgänger und Nachgänger sind natürlich klar. So, das heißt, wir visieren jetzt erstmal wieder. Habe ich die ausgemacht? Ja. Nee, Sat 5. Haben wir gerade keinen Kontakt zu Sat 5? Da ist Sat 5. Warum funkt Sat 5 nicht zu uns? Es hat freien Kontakt. Speichern. Nochmal untersuchen. Habe ich was falsch eingestellt? Sat 5 müsste folgende Verbindung haben. Hat's nicht. Zum Vorgänger hat's, muss er, sonst wäre es nicht steuerbar. No target, du wirst zum aktiven Ziel. Sollst du mal deine Verbindung aufbauen und aktivieren. Das ist nämlich die größte, die wir haben. Die hat auch ordentliche Reichweite. Nein. 400 Gigameter. So, und die müsste jetzt umschalten. Sobald ich auf hier wieder zurückgehe, sollte die sich jetzt umschalten und automatisch mit uns funken. Denn eine aktive Verbindung haben wir ja jetzt. Weil wir sind ein aktives Schiff. Tada. Wir haben ja schon aktiv grün angefunkt. Das heißt, der hat jetzt uns als aktives Schiff erkannt. Funkt uns also mit seiner großen Antenne an. Und wir setzen jetzt das Schiff quasi auf. Aber halt zu diesem Zeitpunkt, wo wir rein theoretisch auch hier mit Kontakt hätten. Das heißt, wir bauen jetzt auch noch eine Antenne zu Sat 4 auf, damit ich halt diese Dreiecksformation sehe. No target. Sat 4 bitte anfunken. Aktiv. Danke. Also wir hatten Kontakt, wir sind auch in einem guten Dreieck. Es ist nicht wirklich ein perfektes Dreieck, aber es ist ein Dreieck. Und das ist somit alles, was für uns wichtig ist. So. Dann können wir das wieder decouplen. Diesmal mache ich es über diesen Wege. Dann habe ich nämlich das nehme ich noch mit dran und das schwirrt nicht im Weltraum rum. Wie hier zum Beispiel. Und dann haben wir das jetzt aktiv. Genau, du wirst erstmal Rename Vessel. Satz 6. Dich haben wir. Speichern. Du hast deine Verbindung schon zum Vorgänger. Sat 5. Und zu Sat 4. Die kann auch bleiben, aber ich sage euch gleich, die wird nicht bestehen bleiben. Weil ja Sat 4 nicht aktiv zu Sat 6 funkt. Sondern die funkt zu Sat 3 und zu Sat 5. Du kriegst erstmal wieder deine Einstellung. Aktives Fahrzeug, das sollst du mit deiner großen anfunken. Gut, ansonsten sind wir jetzt bei der Apoapsis. Das heißt, wir müssen unseren Orbit erstmal erweitern.
Tada. Engine aktiviert. Und Gas geben. Wie gesagt, wenn wir es jetzt richtig perfekt aufsetzen oder aufgesetzt hätten, würde SAT 3 mit SAT, wo haben wir es? Na doch, SAT 3 mit SAT 4 jedes Mal auf einer Ebene sein, SAT 5 mit SAT 1 und SAT 6 mit SAT 2 immer zur gleichen Zeit hier zusammentreffen und da zusammentreffen. Das müsste dann jedes Mal der Fall sein. Dann wirklich exakt immer auf denselben Punkt und mit dem gleichen Abstand. Dann hätten wir es perfekt aufgesetzt. Dann hätten wir wirklich, egal wie viel Zeit vergeht, kein einziges Mal einen toten Winkel, wo kein Signal durchgeht. Haben wir aber in meinem Fall, weil ich das nicht perfekt aufsetzen kann. Ich habe zwar hier meine Anzeige, okay, der Orbit dauert so und so lange. Aber ich müsste dann auch alles auf diese Zahl wirklich exakt auf diese, was weiß ich, was das hier für eine Sekunde ist. Das sind Sekunden, das sind Millisekunden oder Zehntelsekunden, wie man es will. Auf die müsste ich es dann wirklich genau machen. Und ja, mit unserer jetzigen Engine ist das nicht wirklich so machbar. So, der Orbit ist ein Stück hinter uns. Der soll wieder zurückkommen. Das heißt, wir richten uns wieder hier drauf aus. Dadurch kommt da wieder ein Stück zurück. Dabei wächst das hier aber immer noch. Na, hau nicht zu weit ab. 2868, denkt dran, müssen wir. Jetzt, denkt dran. Denkt dran, darauf müssen wir ja zielen. Wie gesagt, die dürfen wir nicht zu weit von uns abhauen lassen. Gut, der Part wäre dann jetzt auch schon wieder zu Ende. Ich setze das aber noch schnell auf. 6, 8. Nein, 8, 6. Jetzt wäre ich fast wieder drauf reingefallen. 8, 6, 8. 7, 5. So. Wie gesagt, je genauer man das macht von der Zeit her des Orbits, von der Zeit her des Orbits und die Höhe, also quasi ist das fast damit gleichzusetzen, aber dass man wirklich sich daran hält, beides passend zu halten. Je genauer man macht, desto länger bleibt dieses Ganze auch stabil. Wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, wenn man weitere Zeit streichen lässt, ist irgendwann mal der Fall, 6, 8 passt, 6, 8, 9, das müssen wir reduzieren, ist es irgendwann mal der Fall, dass eins schneller ist als das andere, weil wir es halt nicht perfekt aufgesetzt haben. So, da hat es mal wieder gepasst vom Zeitpunkt, da hat es mal wieder gepasst, aber wie gesagt, es ist nicht komplett perfekt. Und wir crashen, also crashen nicht, aber wir würden, wenn wir es perfekt haben, immer zur selben Zeit mit unserem dazugehörigen Satelliten zusammen treffen. Also nicht crashen, sondern ihr wisst was. So, da habe ich es da erstmal so für mich erstmal perfekt aufgesetzt, wie es möglich ist. Wie gesagt, hier sind wir wieder nebeneinander, aber wie gesagt, der Abstand, der ist jetzt egal, ob es jetzt zwischen den anderen beiden größer ist oder nicht, sondern der Beinabstand, deren beiden Abstand, der müsste immer gleich sein. Wie gesagt, der trifft jetzt mit dem anderen da wieder zusammen. Da die, dann die da, dann wir wieder hier. Da die Ben, da wir hier. Und das bedarf alles Timing und möglichst alles, das was wir hier gemacht haben. Gut, dann haben wir das mit dem Timing auch alles abgeschlossen. Deswegen habe ich den Anfang rausgeschnitten, weil es war sehr viel Rakete starten. Das alles war noch der gleiche Teil. Dann noch bis zum passenden Augenblick warten, dass wir wirklich, wenn wir hier sind und hier, dass wir dann wirklich diesen Orbit hinkriegen. Das war eine Weile, da habe ich eine Zeit lang gebraucht, um dieses Timing halt zu kriegen. Wie gesagt, die erste ist erstmal das Schwierigste, die zweite ist dann nicht mehr ganz so schwierig, weil die ja dann nicht mehr so perfekt sitzen muss. Gut. Ansonsten haben wir das erstmal soweit angepasst. Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip nur noch hier das Ding landen.
Und dann haben wir diese Folge auch schon wieder hinter uns. Gut. Ansonsten hoffe ich mal, dass euch das nicht zu kompliziert war, was ich hier erklärt habe. Wie gesagt, mein Dreieck, was man hier vorher gesehen hat, ist nicht mehr da. Das muss ich kurz ändern. Sat 5. Switch to. Du musst natürlich zu Sat 6 funken. Die habe ich, glaube ich, noch nicht aufgesetzt. Nein, sieht man ja hier schon. Du funkst bitte zu Sat 6. Tief. Das passt jetzt. Genau. Aber wie gesagt, der Sat 4 funkt nicht zu Sat 6 aktiv. Deswegen besteht auch keine Verbindung. Erst wenn ich Sat 6 jetzt wieder spiele, sag, bin ich ja ein aktives Fahrzeug und dadurch visiert mich Sat 4 wieder an. Das heißt, zu jedem Satelliten, den ich hier habe, den könnte ich anfunken. Oder wenn ich auf Körben, sage ich mal, funke. Wenn ich jetzt, das müsste ich glatt mal testen, wenn ich jetzt, obwohl ich will es eigentlich nicht mit dem testen. Nachher mache ich hier unten Müll und dann aber futsch. Sat 5. Sat 4. Dich kann ich ändern, wenn ich dich jetzt auf Körben ausrichte. Und funke. Müsste mir doch eigentlich automatisch einer zugewiesen werden, oder? Hier wird Sat 1 zugewiesen. Und Sat 5. Also Sat 1 wird mir jetzt aktiv zugewiesen. Sat 5 müsste mir eigentlich auch aktiv zugewiesen sein. Denn Sat 5 funke ich an. Und Sat 1, also funke ich gar nicht an. Ich funke aber, wie gesagt, Körben an und damit alles, was auf Körben funkt, wird mir das als erste bereitstehende geliefert oder was weiß ich. Also in dem Fall der Fall. Wenn der nicht erreichbar ist, dann müsste ich eigentlich zum nächsten geleitet werden. Das müsste man mal testen. So, zu wem werde ich jetzt geleitet? Immer noch zu Sat-Dings. Ich funke jetzt hier auch immer noch zu Mission Control. Jetzt funke ich wieder zu ihm. Zu ihm. Und so weiter und so fort. Da funke ich halt immer hin und her. So, das heißt, du bleibst. Du kannst erstmal weg. Obwohl, dich kann ich eigentlich aktiv lassen. Du funkst auch zu aktiven Schiffe, das passt. Das heißt, dich richte ich jetzt nur noch gegen die Sonne aus. Genau andersrum bitte. Dass der auch immer möglichst schön viel Strom hat. Space Center. Jetzt müsste ich, glaube ich, nur noch eine Verbindung ändern, oder? Besteht das schon automatisch? So, gucken wir mal nach. Und das System, haben wir irgendwo eine, die nicht angesprochen wird? Sat 6 funkt auch nach Körben. Na gut, ist er nicht schlimm. Kannst ja machen. Und wir sind jetzt hier oben. Sat Probe, das ist wieder der Decoupler von vorhin. Der kann weg. Aber MC Sat, das sind wir, das ist unser Hauptschiff, das werden wir steuern. Und wir fliegen jetzt zurück nach Körben. Das brauche ich aber nicht zeigen, denn das habe ich ja beim Anfang schon mal gezeigt, beim ersten Mal. Das heißt, wir sehen uns jetzt im nächsten Part wieder. Ich hoffe da wieder, dass euch dieser Part gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim was immer ihr gerade macht und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arschl. Bye, bye.